So, das ist dabei. The Order, weiter geht's. Wir sind im Feindgebiet mit Marquis unterwegs. Und ich würde sagen, lasst uns mal ein bisschen weiter vorangehen. Schauen, wen wir hier so treffen müssen in Richtung Krankenhaus. Was willst du denn? Oh. Okay. Denkst du das gleiche wie ich? Ihm voll das Ding an die Birne zimmern. Komm schon. Ich glaube, wir machen es wirklich, okay. Es geht. Hey. Das ist alles, was dir einfällt. Okay, wunderbar. Ganz easy hier reingekommen eigentlich. Gentlemen. Weitermachen, ihr habt nichts gesehen. Vielleicht kommen wir hier unten in Richtung Krankenhaus. Allerdings. Ich frage mich gerade, sind wir jetzt wirklich irgendwie durch einen Checkpoint gerade eben gegangen und ab hier sind Feinde oder... Was macht ihr eigentlich? Schläfst du in der Kiste? Wie Orangen? Bist du eine Orange? Du bist die einzige Orange, die ich kenne, die eine Melone trägt. Oh shit, war es dein Wein? Ist eh leer. Was zur Hölle geht denn hier ab? Brauchst du ja nicht wundern, wenn es hier Seuchen gibt. Oh Gott, ich habe mich gerade so verlesen. Das sind nicht die vier Penisse, das sind die vier Pennies. Und nichts weiter, okay. Ich habe mich gerade für einen kleinen Moment gefragt, in welche Richtung die Geschichte geht, wenn sie wirklich so geheißen hätte, wie ich es im ersten Moment gedacht habe. Das hätte interessant werden können. Oh shit, was ist denn da los? Haben die einen Clown erhangen? Was hat der Clown gemacht? Ist das das Ende, das wir wollen? Was müssen wir tun? Kämpft! Ganz genau. Brüder und Schwestern, kämpft! Schließt euch uns an! Nieder mit der Königin! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Wie schon beim letzten Mal gesagt, euer Vorgehen ist nicht so wirklich geheim. So einfach in die Mitte des Platzes gehen, ist vielleicht nicht so die beste Idee. Okay, geh durch die Gasse. Hier durch. Ah, hier durchdrücken, okay. Oh shit. Fucker. Nimm mal die Finger von der Frau. Bist du eigentlich bescheuert? Dankeschön. Sollten Sie sich Ihre Hände nicht schmutzig machen? Ich glaube, er wollte es mir überlassen. Alles klar, Lady? Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Keine Sorge. Sie sind in Sicherheit. Naja, zumindest... so sicher man hier eben sein kann. In einer Ecke, wo die Leute Clowns erhängen. Warum auch immer. Wir sollten durch diese Tür gehen. Was hat er gemacht? Euch den Wein geklaut, um eine rote Nase zu bekommen? Einfach nur, weil man hier keinen Schaumstoff bekommt? Ihr könnt ihm nicht böse sein, wenn er im Charakter bleiben will. Angriff auf Mayfair.
Die Kacke ist schon ziemlich am Dampfen und zwar irgendwie in jeglicher Ecke. Jack the Ripper ist unterwegs. Halbblüter. Wo haben wir plötzlich den Dietrich her? Okay. Halte L2 gedrückt und rotiere den rechten Stick langsam, bis die Vibration zwischen den Zylindern nachlässt. Vibration zwischen den Zylindern nachlässt. Okay. Warte mal ganz kurz. Meinen die damit die auf meinem Controller oder die auf dem Bildschirm? Okay. Die auf dem Controller. Das macht die Sache natürlich um einiges einfacher, wenn man es spüren kann und nicht sehen muss. Alles klar, okay. Ganz easy eigentlich. Marquis? Ah, okay, da bist du. Okay, bisher noch nicht wirklich eine Spur von Halblütern, die sich hier rumtreiben. Hi! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Ihr wollt bleiben? Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Her damit. Echt jetzt? Nein! Und viel Spaß, Sportfreund. Ganz ruhig, Monsieur. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Sofort wieder die Ladies wittert, man. Guck ihn dir an. Siehst schon an seinem Gesicht, sein straighter Gang darüber, wie sie angraben will. Schaust dir an. Oh, nicht die. Die gefällt ihm nicht. Sucht er das Klo? Ah, die da hinten gefällt ihm. Okay, ich dachte schon, dass er vielleicht einen aus dem Rücken drücken muss oder so. Kann aber sein. Das ist dein erstes Mal, oder? Jawohl, Ma'am. Okay. Ist das eine Autogrammkarte? Zelda? Zelda. Die haben eine Stripperin, die Zelda heißt. Okay. Warum auch nicht? Hey, Lady. Oh, ihr seid schon voll dabei. Sorry, dann störe ich mal nicht weiter. Wenn du noch länger stehen bleibst, dann musst du Geld in den Schlitz werfen. Ein andermal. Ich zeig dir Sachen, die du noch nie gesehen hast. Das glaube ich gerne. Krankheiten und all der Scheiß. Genitalwarzen? Nee, lass mal. Kann ich auch ein Biobuch aufmachen? Ja, okay. Ich wette, ich könnte es entziffern, aber... Ach du heilige Scheiße. Goddammit, Marquis. Was machst du eigentlich? Finger aus der Frau, wir gehen. Marquis, wir haben keine Zeit für Spiele. Wir müssen einen Ausgang finden, schnell. Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Das ist doch ein Trick, Mann. Gib schon her, Süße. Ist das genug, Monsieur? Oh, mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Oh. Okay. Nicht übel. Ich bin beeindruckt. Darüber hätte ich jetzt nicht nachgedacht. Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Der smooth Motherfucker, Mann. Hier lang, Schatz. Hier rein. Hey! Hey! Was hast du denn vor? Das ist das falsche Zimmer. Wo ist der Franzmann hin? Er ist da drinnen. Mit seinem Freund. Hey! Verschwinde da! Au. Oh! Hey, Lady. Hallo. Hi. Er noch winkt. Oh, gib mir den fucking Revolver. Oh, shit. Wie sein Dick raushängt. Ich kämpfe eigentlich ungern gegen Männer, denen der Pimmel raushängt, aber von mir aus wenigstens hat er jetzt die Hand drüber. Haust du rein. Hallo, Monsieur. Was machen wir jetzt? Gehen am besten. Gucken, dass wir irgendwo
durchkommen? Vielleicht hier. Oh ja, guck mal, wie wär's damit? Die Hintertür, wie passend. Können wir vielleicht einfach über das Dach abhauen? Oh ja, kein Scheiß, ich glaube, wir können wirklich über das Dach abhauen. Ist vielleicht nicht so die schlechteste Idee. Nope. Wobei, auf so einen Heuwagen springen wie in Assassin's Creed? Ich glaube nicht, dass das die beste Idee ist. Hä? What the shit? Wohin soll ich denn gehen? Oh shit, einfach darüber. Ja, okay. Dass du auch Prince of Persia bist, habe ich ganz vergessen. Stimmt. Okay, wir müssen einfach hier komplett am Gebäude rüberklettern. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir da sind. Das ist nicht wirklich gut. Jetzt mal schauen, ob wir so schnell wie möglich hier ab durch die Mitte kommen. Ein Stich ins Wespennest. Oh, Mist. Jetzt sind natürlich alle aufmerksam auf uns. Oh, shit, okay. Ich glaube, das war's dann mit dem gediegenen Spaziergang. Halten Sie Ausschau, Marquis. Ich muss einen Weg hier durchfinden. Ich bemühe mich, Monsieur. Ach, schau mal. Wie wär's, wenn wir dieses Ding mal tasten? Einfach mal kurbeln. Was kann schon passieren? Ich meine, Marquis könnten vielleicht Mehlsäcke auf den Kopf fallen, aber... Im schlimmsten Fall macht er da Milchbrötchen draus, mein Gott. Und dann? Und dann sind wir zu gesättigt und voll abzuhauen. Söhne und Töchter Britanniens. Da können wir auch direkt mal reinhören. Erstmal schaue ich mich hier noch ein bisschen genau um, wobei hier gibt es eigentlich nicht wirklich was, um sich umzuschauen. Gut, lasst mal gleich reinhören, bevor jetzt irgendwie die Kacke wieder am Dampfen ist und wir keine Zeit mehr haben. Söhne und Töchter Britanniens. Seid voller Freude, denn für uns beginnt eine neue Ära des Wohlstands. Heute führt unser Empire den Vormarsch des Fortschritts an. Die Armee und die Ritter unserer Majestät wachen aufmerksam über unser Vaterland und kontrollieren die Bedrohung durch die Halbblüter. Die Vereintes Indien Kompanie hisst unseren geliebten Union Jack auf der ganzen Welt, während ihr mit euren Kindern den Segen eurer täglichen Arbeit genießt. Produzieren unsere Fabriken Güter, die England stolz machen. Mit jedem neuen Morgen strahlt die Sonne auf eine glorreichere Zukunft unseres Empires als jemals zuvor. Eine Zukunft, von der ihr ein Teil sein könnt. Jeden Tag ergreifen normale Bürger ihre Chance auf ein Morgen voller Reichtum und Wohlstand. Ihr könnt die Nächsten sein. Also frage ich euch, Kinder Britanniens, leistet ihr euren Teil? Zum Wohle Englands bringt dem Empire Ehre! Okay, die fünf Leute, die jetzt nicht eingeschlafen sind nach der Nachricht, davon haben wahrscheinlich drei keinen Bock. Deswegen war das vielleicht nicht so passend. Okay, wir haben jetzt hier das Ding nach oben gefahren. Ah, okay. Jetzt können wir da rüberklettern, ich sehe schon. Ja, diese Nachrichten... sind schon ziemlich in die Länge gezogen, also. Der Typ könnte ein bisschen schneller reden. Ich glaube, das nächste Mal lese ich es einfach selber vor. Das wäre nicht einfach 2 Minuten irgendwie in der Gegend rumstehen. Okay, ich glaube, Marquis ist hinter mir. Oh. Okay. Verdammte Ritter, Mann. Ohne Scheiß. Nicht mal ein Schwert haben wir. What the, was ist das denn für eine Waffe? Okay, ich hätte schon stutzig werden sollen, als ich das Magazin gesehen habe mit diesen 2 Kugeln hintereinander. Sicher.
Die Dasher sind vielleicht nicht die beste Wahl, Monsieur. Vielleicht haben Sie recht. Wir müssen einen anderen Weg zum Krankenhaus finden. Du bist ein Klugscheißer, deswegen sind wir auch von den Dächern runter. Ich weiß ja nicht, was in Frankreich ein Dach ist, aber... Naja. Habe ich jetzt den Armee-Revolver? Nee, warte mal. Die eine Waffe, die will ich mal ein bisschen länger testen hier. Duelist. Zwei Kugeln. Na gut, auch nicht schlecht. Oh, das gefällt mir schon besser. Was sehe ich da? Jawohl. Selbstladekarabiner M82. Dann geh mal raus. Oh. Ach, ist nur Ammo. Alles klar. Kann ich die Granaten mitnehmen? Oh, Schützern, ich kann die Granaten mitnehmen. Was ist das denn? M85 Automatik. Und den Duellisten. Ich glaube, ich nehme die M85 mit. Automatik klingt nach Spaß. Automatischem Spaß. Gedrückt halten und Spaß haben. Aber nur festhalten. Und los geht die wilde Fahrt. Das ist wunderbar an Automatikwaffen. Ich meine, die schießen dann auch ganz gerne mal wildwichsen über den Bildschirm. Aber damit muss man dann leben. Hi. Ciao. Unfreundlich. Oh, das Fenster auch. Ja, komm schon. Weil ich auch Bock habe, da rüber zu klettern. In deine Wohnung und dir dein schimmliges Brot und fauliges Wasser zu klauen. Das sieht nach einem Plan aus. Whee! Trop facile, hein? Was? Hat er mich beleidigt? Gott damit, Marquis. Ich spüre, dass wir nicht willkommen sind. Ach du. Die Augen offen. Wir wollen nicht verweigern. Sag sowas nicht. Sehen Sie, Monsieur, diese Königin hat Gott nicht beschützt. Oh shit. Los. Hat er Teslas Karabiner? Wie zur Hölle bist du an Teslas Karabiner gekommen? Lafayette, ziehen Sie den Kopf ein. Den Scharfschützen abschalten. Shit, die ist absolut ziemlich ungenau, die Waffe. Ist halt so eine Bleispritze. Ist auf jeden Fall nicht wirklich die Sniperwaffe. Aber hier für die Entfernung ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ich hab's gerade mal wieder versucht. Blindschießen ist irgendwie nichts für mich. Das auch nicht. Ich treffe absolut nichts. Und ich sehe auch stellenweise nicht mal so wirklich, wo die Kugeln überhaupt treffen. Yes. Nicht übel. Sobald man eigentlich in Richtung Solar Plexus gezielt hat, müsste die nächste Kugel ein Headshot sein. Was halt... Au, scheiße, das war nicht gut. Was auch ganz nett ist. Das tat weh. Blind, komm schon, blind. Nicht so wirklich. Zumindest mal die grobe Richtung hat bestimmt. Ach, komm schon. Oh, nice. Habe ich dir beide Knie durchgebogen? Sieht so aus. Lass mal den Sniper ausschalten. Ja, das hast du gut gesehen. Du hast nicht wirklich was dazu beigetragen. Ja, Schwarzsicht. Stimmt, haben wir auch noch was. Verdammte Scheiße. Benutzt mal hier eine Stielhandgranate. Oh, die ist gut. Holy fuck. Die ist sehr gut. Shit, Granaten sind gut. Ich glaube, das war's. Zumindest für den ersten Moment mal. Ah, hier, genau, sehr gut. Was, Duelist? Ne, hier, lass mal, keine Ahnung. Irgendeine Einhandwaffe mitnehmen. Okay, da haben wir noch mal welche. Versteckt euch ruhig. Ich komme ein bisschen näher ran. Pisser. Drauf. Wo ist das? Fall um. Ich meinte euch den anderen. Das war schön. Wir müssen weiter. Wie Vollidioten. Ich denke, weitere Rebellen sind unterwegs. Höchstwahrscheinlich. Der Weg ist blockiert. Ich soll denn nachladen? Durch das Gebäude. Keine schlechte Idee. Durch welches Gebäude? Moment. Ich muss mal kurz die Ammo mitnehmen. Achso, das da. Das einzige, das offen ist. Okay, macht Sinn. Oh shit, wir können das auch. Hätten wir Marquis gar nicht gebraucht. Monsieur, Flintenschütze, unterstützt ihr weiter?
Flintenschüsse? Rebell erledigt. Bist du sicher? Okay. Flintenschütze neutralisiert. Oh, nice. Kann ich mitbekommen. Gut gemacht. Oh shit, da sind noch einige Gegner. Gut, okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle erstmal einen Kleinkart rein. Beim nächsten Mal schauen wir uns hier die Todesarena an und, holy fuck, das sind mehrere Ebenen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall einiges zu töten. Ich bin mal gespannt, wie wir das hinbekommen mit der Waffe und mit wie viel Ammo wir dann letztendlich rauskommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Wir schauen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dahin, haut rein. Natürlich gehen die Fässer hoch.